Hallo Fitnessfreunde, was geht ab? Ich bin Fitness Oscar und dieses Video wird eine Mischung aus einem Vlog und einer Anleitung, wie man es schafft, 3 Monate lang zu reisen. Viel Spaß dabei! Im Laufe des Videos werde ich euch immer wieder erzählen, wie wir es geschafft haben, 3 Monate zu reisen, was wir alles dafür vorbereiten mussten und wie ihr es auch schaffen könnt, weil jeder ist natürlich in einer anderen Situation. Die Welt ist so groß, warum sollte man die meiste Zeit des Lebens zu Hause verbringen? Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Zuerst einmal kommt es natürlich darauf an, was ihr gerade macht. Geht ihr zur Schule, Studium, Ausbildung, Arbeit oder selbstständig? Wenn ihr noch zur Schule geht, man kann ja nicht einfach die Schule abbrechen für 3 Monate. Deshalb, wenn ihr dieses Ziel habt zu reisen und immer noch zur Schule geht, würde ich euch empfehlen, Geld zu sparen, damit ihr nach der Schulzeit reisen könnt. Wenn ihr eure Schule beendet habt, könnt ihr ja immer noch paar Monate, halbes Jahr oder ein Jahr Pause machen und diese Zeit nutzen, um ein bisschen Geld zu verdienen und dann um euren Traum verwirklichen zu können. Wenn ihr Student seid, ist das auch nicht so ein großes Problem, weil ihr könnt zum Beispiel ein Semester Auszeit nehmen, ein Urlaubssemester nehmen und in der Zeit durch das Geld, was ihr euch während des Studiums nebenbei verdient habt, reisen. Während der Ausbildung wird es natürlich schwieriger, weil nicht jeder Chef sagt so, ja, nimm mal ein bisschen Urlaub von der Ausbildung oder du kannst in 3 Monaten wiederkommen, deine Ausbildung weitermachen. Deshalb würde ich euch empfehlen zu schauen. Das hört sich hart an, aber wenn euch eure Ausbildung sehr wichtig ist, dann würde ich die natürlich zu Ende machen und das Ausbildungsgeld, wenn ihr noch bei euren Eltern wohnt, vor allem zur Seite packen für die Reise. Und wenn ihr sagt, es macht mir sowieso keinen Spaß, was soll ich eigentlich hier, ich gehe jeden Tag unglücklich zur Arbeit, dann würde ich vielleicht überlegen, ob es das Falsche für euch ist, das sein lassen und dann ein bisschen Auszeit zu nehmen. Man wird auch sehr, sehr kreativ beim Reisen, da zu überlegen, was will ich eigentlich und wenn man wiederkommt, etwas anderes anzufangen. Wenn du fest angestellt bist, würde ich offen und ehrlich mit deinem Chef reden. Du, das ist mein Ziel, das möchte ich unbedingt gerne in meinem Leben machen. Und dann kann man immer noch besprechen, ob ihr vielleicht für 3 Monate frei bekommt. Wir haben hier sogar Leute getroffen, die 4 Monate lang frei bekommen haben von der Arbeit. Sie ist Studentin, hat ein Urlaubssemester genommen und er ist angestellt, hat tatsächlich vom Chef 4 Monate frei bekommen. Ein Monat bekommt er bezahlt und 3 nicht. Das ist es ihm aber wert, weil was sind schon 4 Monate im Vergleich zum ganzen Arbeitsleben? Also das kann man dann auch mal ruhig unbezahlt bekommen, wenn man vorher gut mit Geld umgegangen ist und sich genug zur Seite gelegt hat, um eben die 4 Monate oder 3 Monate auf der Reise zu überleben. Jetzt kommen wir zu den Selbstständigen. Es kommt natürlich darauf an, was ihr macht. Vielleicht habt ihr als Selbstständiger schon genug Geld, dass euer Unternehmen einfach mal 3 Monate ohne euch überleben kann, dass ihr wiederkommt, weiter an der Stelle macht, wo ihr aufgehört habt. Oder ihr stellt jemanden ein, der das während der Zeit weitermacht. Oder ihr habt wohl möglich, und das ist bei uns Gott sei Dank der Fall, dass wir von überall aus arbeiten können. So viel erstmal zu den Grundlagen. Wir sind die 3 Monate lang in Asien unterwegs und jetzt zeige ich euch ein paar geile Bilder aus Thailand. Diesmal hat die Frau den Rucksack. Endlich muss ich das Ding nicht mehr tragen, aber dafür muss ich fahren. Einen Helm haben wir zum Glück bekommen. Damit soll ich jetzt fahren. Auf geht's. Nach 40 Minuten Fahrt, wir stellen den Roller gleich irgendwo ab. Sicher ist sicher, da sind ein paar Affen und keine Ahnung, wie die so drauf sind. Jetzt noch ein bisschen weiter hochgefahren und hier können wir die Aussicht über Phuket genießen. Hier sind übrigens auch freilebende Hunde, nicht nur Affen. Das Süßeste ist, wenn die Hunde und die Affen zusammen chillen. Erstmal den Roller mit dem Fahrradschloss abschließen. Hier wollen wir was essen. Ja, in der Zwischenzeit hat es geregnet, es hat uns wirklich kalt erwischt. Puh. Und dann wieder vorbei. Ich empfehle euch immer dahin zu gehen, wo die Einheimischen essen. Wir schauen trotzdem immer bei TripAdvisor, dass das halt günstig ist und gut bewertet. Bevor ihr aber nach Thailand fahrt oder allgemein ins Ausland auf ein anderes Kontinent, solltet ihr euch informieren, welche Impfungen dafür benötigt werden. Wir mussten jetzt hier für die Impfungen, die man in Deutschland haben muss, mussten wir natürlich auffrischen. Dann haben wir uns gegen Hepatitis impfen lassen, gegen japanische Enzephalitis und gegen Tollwut, weil hier
habt ihr eben gesehen, sind natürlich freilaufende Affen. Nicht alle Krankenkassen übernehmen das. Bei mir hat die Krankenkasse 90% übernommen, bei Nele haben die nur 100 Euro übernommen und die ganzen Impfungen können dann schon locker 300-400 Euro pro Person kosten. Und wenn die Krankenkasse das nicht übernimmt, ist natürlich scheiße, aber das sollte man auf jeden Fall machen, weil Gesundheit ist natürlich das Wichtigste. Schmeckt nicht. Doch, aber ist so scharf. War mal wieder sehr lecker. Hat um die 20 Euro umgerechnet gekostet. Wir hatten aber auch drei Vorspeisen, zwei Getränke und drei Hauptspeisen. Jetzt hole ich mir erstmal noch ein Eis und dann werden wir zurück ins Hotel fahren. Wir hatten so komische Geschmacksrichtungen und ich habe jetzt weiße Schokolade, Mandel. Wir hatten einen Einhornkappe. Eine Kugel hat 2 Euro gekostet, also mehr als in Deutschland. Dann machen die das natürlich teurer, wenn da alle Touristen hingehen. Endlich wieder zurück im Hotel und ich wurde so ein bisschen von ein paar Mücken gestochen. Jetzt geht es erstmal eine Runde trainieren. Das ist immer meine Bedingung, dass das Hotel oder das Apartment, in dem wir sind, auch ein Fitnessstudio hat. Nach dieser langen Fahrt brauchen wir auf jeden Fall eine Abkühlung. Zum Glück haben wir ja einen Pool auf dem Dach. Übrigens dieses Hotel bzw. dieses Apartment, man kann in dem Apartment nämlich auch selber kochen und das tun wir auch ab und zu, haben wir über Airbnb gebucht, also auch ein Tipp an euch, schaut auf jeden Fall auch bei Airbnb, nicht nur bei Booking, TripAdvisor, Urlaubspiraten oder was es sonst so gibt nach Hotels, sondern auch nach Apartments bei Airbnb. Wir sind auch sehr, sehr spontan, also wir wissen jetzt auch noch nicht, wo wir morgen hinfahren, das schauen wir heute Abend nochmal und dann geht's morgen dann spontan, ich denke mal, auf eine andere Insel. Was natürlich auch sehr wichtig ist, sich die Reise zu verdienen. Also man kann nicht einfach sagen, so, ich will reisen, ich hau ab, ciao. Und dann ist man hier in Thailand. Oh, und wo bekomme ich jetzt das Geld für das nächste Hotel her? Zuerst würde ich auf jeden Fall ein Datum festlegen, an dem ihr weg wollt. Und da kann noch nichts dazwischen kommen. Da fahrt ihr weg, Punkt. Weil wenn man das nicht macht und man sagt, ja, ich fahre weg, wenn alles gut ist, wenn alles passt, wenn ich genug Geld habe, wenn dies und das stimmt, dann macht man es nie. Und macht es, solange ihr jung seid. Nachdem ihr ein Datum festgelegt habt, bucht ihr schon mal die Hinflüge. Wir haben erstmal nur die Hinflüge gebucht und dann mal schauen, was passiert. Aber Gott sei Dank gibt es heutzutage immer die Möglichkeit, schnell über Booking.com oder Urlaubspiraten eine Unterkunft zu finden oder einen Flug zu finden. Einfach immer die mobile Internetkarte holen in dem Land, wo man ist und man wird nie in die Situation kommen, keine Unterkunft zu finden. Bei uns war das so, wir haben das Datum im Kopf gehabt, uns darauf eingestellt. Wir haben extra verschiedene Firmen angeschrieben, uns Aufträge reingeholt, um Geld für die Reise zu sparen. Wir haben unser Auto verkauft. Man arbeitet einfach automatisch darauf hin, wenn man sich mental in die Lage versetzt. In einem halben Jahr fliege ich los und Punkt. Ihr werdet merken, in der Zeit, in der ihr eigentlich Fernsehen schaut, auf Party geht, was trinkt oder zockt zum Beispiel,
werdet ihr das nicht machen, sondern ihr werdet irgendwas für eure Reise machen. Euch nebenbei ein bisschen Geld verdienen, Sachen planen, Sachen besorgen, irgendwie euch überlegen, wie ihr von unterwegs aus vielleicht Geld machen könnt. Ist die Reise nicht gebucht, ist der Druck nicht da und unter Druck arbeitet man einfach anders. Man arbeitet auf sein Ziel hin. Guten Morgen, so sieht die Regenzeit auf Phuket aus. Es regnet so ungefähr eine Stunde richtig in Strömen und danach ist wieder Sonnenschein und davor auch. Wir sind jetzt auf der Fähre nach einer ungefähr 25-minütigen Autofahrt. Wir fahren jetzt auf die Phi-Phi-Insel mit der Fähre. Was ihr gerade gesehen habt, ist die Insel, wo wir rauf wollen, Koh Phi Phi. Die sieht bestimmt richtig geil von oben aus. Nur das Ding ist, wie ihr im letzten Video gesehen habt, habe ich meine Drohne vergessen. Aber naja, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und deshalb geht es jetzt auf die Insel, erstmal ins Hotel einchecken und dann ein paar geile Bilder und ein paar geile Aufnahmen für euch natürlich produzieren. Wir erkunden jetzt noch ein bisschen das Nachtleben von Koh Phi Phi, gönnen uns erstmal hier so ein geiles Eis und dann schauen wir mal, was am Strand so los ist. Ich glaube, da geht heute was. Nächster extrem wichtiger Punkt ist, Kosten zu Hause minimieren. Wir haben uns im Fitnessstudio 3 Monate abgemeldet, müssen wir die Beiträge nicht zahlen. Wir haben unser Auto verkauft, müssen wir Steuern, Benzin nicht bezahlen. Wir haben unsere Wohnung zu Hause in Hamburg untervermietet. Das heißt, wir kriegen die Miete, die wir in die Wohnung investieren, sogar zurück und sogar ein bisschen noch mehr, sodass wir das hier in die Hotels stecken können. Und das ist richtig krass, diese Möglichkeit heute über Airbnb seine Wohnung untervermieten zu können. Könnt ihr locker monatlich irgendwie 1000 Euro zusammenbekommen. Auf jeden Fall alle Verträge durchgehen, wenn ihr euren Kontoauszug habt. Was brauche ich nicht? Irgendwie HD-Fernsehen-Abonnement. Handyvertrag braucht ihr in den meisten Fällen nicht, weil ihr holt euch in dem Land, in dem ihr seid, immer eine Internetkarte und könnt per WhatsApp problemlos telefonieren oder schreiben. Yo Fitnessfreunde, neuer Tag, neues Glück. Wir gehen hier gerade durch die Phi Phi-Insel in Thailand zum Strand. Rucksack ist gepackt und mir ist was anderes eingefallen, was ihr auf jeden Fall beachten müsst, wenn ihr längere Zeit ins Ausland wollt. Wenn ihr euch im Ausland verletzen solltet oder irgendwie zum Beispiel ihr geht ins Gym, eine Hantel fällt euch auf den Fuß, ihr verdirbt euch den Magen, ist ja immer ungewohnt, was anderes zu essen wie zu Hause. Und ihr müsst ins Krankenhaus zum Beispiel oder zum Arzt oder sonst was, dann wird euch eure Krankenversicherung den Vogel zeigen. Deswegen müsst ihr euch Ausland versichern lassen. Ich schaue gleich nochmal nach, dann kann ich euch die ganzen Vorteile sagen, für die, die es interessiert. Sollte man auf jeden Fall machen, egal wo man hinreist. Schaut euch mal an, wie geil das hier ist. Mega schöne Insel. Einer der schönsten Orte, an denen ich je war, muss man klipp und klar sagen. Kleiner Zwischenstopp auf dem Weg und ich gönne mir einen Fruchtshake. Wen haben wir denn da? Sind circa 2 Euro. Also man muss es durch 37 aktuell teilen. So, endlich am Strand angekommen. Hier werden wir jetzt
erstmal eine Runde entspannen. Und ich wollte ja noch auf die Punkte eingehen, auf die ihr achten solltet, bevor ihr eine Versicherung fürs Ausland abschließt. Und warum wir uns für die BDAE entschieden haben und was die Vorteile sind gegenüber anderen Krankenkassen. Je nachdem, wo ihr hinreist, solltet ihr natürlich darauf achten, wo die Versicherung gilt. Wir haben gesagt, wir bleiben 3 Monate weg. Aber wir haben noch nicht festgelegt, wohin wir gehen. Deswegen mussten wir sicherstellen, dass wir in allen Ländern der Welt versichert sind. Man kann diese Versicherung sogar abschließen, wenn man bereits im Urlaub ist. Dann ist es auch so, dass die eine 24-Stunden Notrufzentrale haben, falls irgendwas passiert. Jederzeit ist Rücktransport ins Ausland mitversichert, also die übernehmen die Kosten. Die haben immer einen Dolmetscher am Start. Und die BDAE ist die einzige Auslandsversicherung überhaupt, die auch eine Patienten Rechtsschutzversicherung anbietet, was von den meisten Versicherungen auch nicht übernommen wird. Zum Beispiel, wenn ein Terroranschlag passieren sollte oder eine Naturkatastrophe. Hier in Thailand war ja vor ein paar Jahren der Tsunami. Das würde, wenn euch da irgendwas passiert oder auch wenn ihr in einen terroristischen Anschlag, Gott bewahre, gelangen solltet, wäre das auch mitversichert. Bei uns ist es ja so, dass wir zum Beispiel für den World Fitness Day zurück nach Deutschland kommen und danach wieder weiterreisen. Und für die Zeit, in der man in Deutschland ist, ist man auch immer noch von der BDAE mitversichert. Diese Punkte waren ganz klar die ausschlaggebenden Gründe, warum wir uns für die BDAE-Versicherung entschieden haben. Wir können da jederzeit anrufen und die Versicherung kümmert sich einfach um alles. Du musst dir keine Sorgen machen. Sollte auf jeden Fall jeder machen, weil die paar Euro am Tag ist es wert. Dann kann man einfach mit freiem Gewissen so seinen Urlaub genießen. Jetzt spontan eine Bootstour gebucht. Wir verlassen Koh Phi Phi Don und fahren nach Koh Phi Phi Le, also das ist die kleine Insel von Koh Phi Phi. Zum Schluss kommen wir noch dazu, was ihr machen müsst, wenn eure Reise kurz bevorsteht. Eure Eltern fragen oder Freunde fragen, ob die regelmäßig euren Briefkasten leeren und euch Bilder von euren Briefen schicken, damit ihr natürlich irgendwelche anstehenden Überweisungen auch aus dem Ausland machen könnt oder dass die für euch irgendwas dort regeln können. Fitnessfreunde, ich hoffe, ihr seid jetzt bereit, um euren Traum zu verwirklichen und ich hoffe, ihr habt jetzt die Reise gebucht, dass ihr irgendwas habt, worauf ihr hinarbeiten könnt, weil so macht das Leben direkt schon vorher Spaß und nicht erst, wenn man wegfliegt. Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen, die ihr erfüllen müsst, wenn ihr 3 Monate lang verreisen wollt. Mit euren Arbeitgeber, Studium, Urlaubssemester, Ausbildung, Schule, das abklären, euch freistellen lassen, dann darauf hinarbeiten, also Geld schon mal vorausverdienen, Geld sparen für die Reise, Auslandskranken versichern lassen, euch impfen lassen, eure Eltern oder Freunde oder sowas fragen, ob die bei euch vorbeischauen, mal in die Wohnung schauen, ob alles in Ordnung ist und eure Post und eure Rechnungen euch zuschicken, dann Kosten zu Hause minimieren und der letzte Punkt, einfach Gedanken machen, wie ihr während der Reise vielleicht noch ein bisschen Geld dazu verdienen könnt für eure Reise, zum Beispiel über Work and Travel oder übers Internet und einfach clever sein. Ihr müsst einfach clever sein und schauen, wie ihr den günstigsten, aber geilsten Urlaub hinbekommt. Man kann so viel bei den Flügen sparen hier, wenn man innerhalb von Asien fliegt, zum Beispiel über Skyscanner oder Urlaubspiraten. Man kann so günstige Unterkünfte finden bei Booking.com, Urlaubspiraten, Airbnb, TripAdvisor. TripAdvisor, da kann man zum Beispiel auch schauen, wo man am günstigsten essen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch geholfen hat, Daumen nach oben. Ich freue mich. Falls ihr Fragen habt,
gerne Kommentare da lassen. Dieses Video auch gerne teilen, wenn ihr mit euren Freunden oder eurem Partner gerne reisen möchtet oder mit eurer Familie sowas unternehmen möchtet, damit die auch sehen, dass es möglich ist. Ich bedanke mich, dieses Video hat mir extrem Spaß gemacht. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass es meine Leidenschaft ist. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Haut rein, Fitnessfreunde. Und bis zum nächsten Video.